So, hier in diesem Hadith entnehmen wir noch ein paar andere Dinge. Unter anderem sagte er, faftatah al-Baqarah. Er begann mit der Surat al-Baqarah. Wir dürfen das Baqarah nennen. Ja, es gibt einige, die haben gesagt, es ist makruh zu sagen, Surat al-Baqarah. Aber man sollte sagen, as-Surah allati fiha al-Baqarah. Die Surah, in der es über die Baqarah geht. Das ist aber derartige Hadith. Ja, die zeigen uns aber, dass es überhaupt nicht unerwünscht ist, einfach Al-Baqarah zu sagen. Wir sehen auch, dass diese Bezeichnungen für die Surah in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt waren. Diese Namensgebungen der Surah ist nicht erst später entstanden, die haben schon in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Titel getragen.